Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays. Wird jetzt nicht so? Ja, ich hoffe auch, irgendwie ist gerade nicht zu leise, weil ich musste meinen Skype und alles wieder komplett neu einstellen und jetzt bin ich mir nicht sicher mit den Einstellungen. Schreibt's, wenn es irgendwie falsch ist. Ich verstehe ich wieder nicht. Ganz genau. Wir sind im Kopf, ich verstehe ich nicht. Ja, ich weiß, ich habe bloß mit den Leuten geredet. Ich habe bloß mit den Leuten geredet, weil ich gerne mit den Leuten rede. Und jetzt hör auf, mit mir durcheinander zu reden! Okay, Entschuldigung. Ich sag doch, ich verstehe dich nicht. Ich weiß! Und dann reden wir durcheinander und dann werden die Leute und BOOM! Ich weiß, mein Kopf macht gerade keinen Sinn. Hör auf, mich anzukacken. Ich kack dich nicht an. Ich kack dich aus. Ne, Moment. Das ist ekelhaft. Lass mein Gehirn furz, gerade. Ich bin müde. Wir hatten den Flashback doch nicht mehr machen sollen. Okay, wir sind hier in einer neuen Ebene. Wo sind wir? Was sollen wir hier? Und warum sind wir? Keine Ahnung, aber wir haben ein Raumschiff abgeschlossen. Ich glaube, wir sind jetzt in der neuen, in dem neuen, hier sind irgendwie so drei verschiedene Teile und so. Okay. Wenn irgendwer Ahnung hat, soll er mir bitte schreiben, was passiert ist. Wenn das irgendwer checkt. Danke. Würden wir uns sehr darüber freuen. Wenn es irgendwer. Denn wir checken hier nicht, was passiert. Das der Republik einen Vorteil bringen könnte. Tut uns den Gefallen und zerstört es. Okay, das verstehe ich wieder. Nicht gut. Wir sollen was kaputt machen. Warum sprechen die denn nicht gleich so? Das verstehe ich doch. Da, nicht da reinlaufen. Gar nicht so einfach ohne Tank hier. Würde ich mal persönlich sagen. Alter! Könnt ihr mal lassen? Ich will hier in hohe Deckung gehen, aber unser Heiler macht seine Sache eigentlich schon ganz gut, finde ich. Finde ich auch, unser Heiler macht die Sache gut. Schreibt's in die Comments, wenn ihr es auch findet. Was ist mit mir? Ich höre Heiler, aber den Rest verstehe ich nicht. Dass du die Sache gut machst. Soll ich dir jetzt schreiben? Ja. Soll ich dir aufmalen? Schade, dass ich hier sowas nicht habe. Ich weiß auf jeden Fall bei... Müssen wir uns aufteilen? Ich weiß nicht, wem ich folgen soll. Ich folge dem, der den höheren Level hat. Nein, bei XSplit an sich... An sich hätte ich, könnte ich bei XSplit so wunderschön, Whiteboard drüber hauen. Irgendwie stören mich die Lachen. War doch irgendwie gut, dass sie es immer rausgefetzt haben. Ich helfe dir ja schon. Ich töte ihn. Aber irgendwie echt diese Lachen, die dann immer so kommen. Stört mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stört es. Was stört dich? Die Charaktere lachen immer ab und zu. Ach so, ja. Ich finde es irgendwie cool. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde das irgendwie creepy. Na. So, wohin? Keine Ahnung. Du stellst dich einfach in der Ecke. Ich stell mich in die Ecke und weine. Wolltest du mir nicht irgendwas schreiben? Ich wollte dir nur sagen, dass du deine Sache gut machst. Ach so, danke. Ja. Und dann habe ich noch gemeint, dass mit dem Tank nicht so toll ist. Also ohne Tank nicht so toll ist, weil wir keinen Tank haben. Oh, und ich verstehe ihn wieder nicht mehr. So ist das halt, wenn man einen Co-Moderator hat, der einen nicht versteht. Jetzt weiß ich, wie sich der Typ da vom Fußball fühlt. Ja. Ah, wo kommt die denn alle her? Genau. Wo bist du überhaupt? Ich bin leider nach hinten gegangen. Also, ich bin zurückgegangen, ich habe mich umgedreht. Ach so. Ich weiß nicht, ich folge jetzt Lexius. Ich folge Lexius. Okay. Habe ich mich jetzt zu entschieden. I'm coming with you.
Lexius scheint mir die klügere Wahl. Haben wir da irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Lass mal so. Lass mal Soße einfach machen. Genau. So Soke. Toll, ich hab grad. Denk einfach an Sasuke. Der wird einer. Lexius rennt in die andere Richtung. Okay, er will Soße helfen. Jetzt will er doch Sosoke helfen. Ich nenne ihn Soße, das kann ich mir besser merken. Ich nenne ihn gleich Sasuke, ey. Soke stirbt. Oh nein. Das ist schade. Ist ja irgendwie schade drum, wenn er stirbt. Oh mein Gott, er hat's überlebt. Ich soll dir mal was heilen. Ja, sonst. Jetzt heilt er sich selber. Aber wo heilen? Ich muss mich auch mal heilen. Na, so viel hast du jetzt noch nicht an Schaden, ne? Was? So viel hast du jetzt noch nicht an Schaden. So, das sah gerade so aus. Ich weiß nicht, vielleicht hab ich drauf geachtet, ich nicht. Ich hab nicht drauf geachtet. Also, bisher gefällt mir dieser Flashpoint, nicht. Das will ich ganz klar sagen, mir gefällt dieser Flashpoint nicht. Und vor allem, mir gefällt es nicht, dass mein Co-Moderator ist. Muss aber dann irgendwie gerade eher so mit der Internetverbindung zusammenhängen, weil ich hoffe mal nicht, dass ich hier total auch an Crap total falsch klinge. Wo ist eigentlich so Soße? Keine Ahnung, der rennt immer irgendwo, wo er will. Ist schon wieder woanders. Ja. Warum bleibt er nicht einfach mal bei uns? Dann kann ich ihn auch besser heilen. Weil er sich toll fühlt. Ich meine, der hat ja auch sofort mit dem Dingens angefangen. Wer das nicht, mit dem Gespräch angefangen. Wer es nicht gesehen hat im letzten Part. Warum habt ihr den letzten Part nicht geguckt? Gute Frage, nächste Frage. Wieso wartet eigentlich keiner auf den Heiler? Das ist so prinzipiell. Du bist Heiler und dann wartet man nicht auf dich. Ich glaube, wir müssen da lang. Braucht ihr nicht mich, um zu überleben? Also, Schatz, das ist so eine Vermutung, dass man den Heiler zum Überleben braucht. Da glaube ich nicht wirklich dran. Da glaube ich nicht dran. Ich behaupte, man kann auch mit genug Schaden das alles machen. Ernsthaft? Nein, man braucht einen Heiler. Okay. Aber trotzdem beinhaltet es irgendwie, dass man dem Heiler nicht auf den Heiler wartet. Und wer heilt, während man Mana tankt, dann hinterher kein Heiler da. Um Jan Hegenberg zu zitieren. Aus seinem Lied Der Heiler. Echt schön, wenn ich die ganzen Gespräche nur mit mir selbst führe. Ja, ich kann dich nicht hören, wenn ich weiß, dass du nichts dagegen kannst. Es ist trotzdem schön, dass die Gespräche mit sich selbst zu führen. Weißt du, da fühle ich mich wieder so wie bei Star Wars The Old Republic Mark Hamill. Ich hab's ja gesagt. Ja, ich weiß. Ich fühle mich trotzdem gerade wieder so wie bei The Old Republic Mark Hamill. Außer bin ich hier gerade top. Nein, weil ich echt scheiß müde bin. Wir hätten doch nicht den Flashpoint noch platzieren sollen. Ich hatte es ja gesagt. Aber naja. Ja. Jetzt machen wir es noch. Damit die Leute sich hier bei diesem Flashpoint freuen, außen passt es dann irgendwie storytechnisch ein bisschen besser rein mit unserem Let's Play, ne? Passt storytechnisch einfach besser. Alter, ich wollte mich gerade heilen, ich bin sowieso voll gehalten. Ich finde das nicht gut, dass die hier immer alle so losspringen. Ich muss wieder mit dir alleine reden. Das ist irgendwie mir hier gerade zu großes Gewusel. Also mir gefallen diese geschlechtsneutrale Flashpoints. Ich finde, das ist ein guter Begriff, den sollte ich jetzt prägen. Mir gefallen diese geschlechtsneutralen Flashpoints überhaupt nicht. Finde ich ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie findest du solche geschlechtsneutralen Flashpoints, Chassis? Ja, lass den Heiler sich nicht heilen. Er ist aber losgerannt. Ja, ich versuche jetzt den Begriff zu prägen. Bin ich okay? Findest du sie okay? Also du findest sie okay? Ich hoffe, du hörst mich jetzt wieder.
Ja, ich find's da irgendwie ganz okay. Weißt du, mir kommt gerade irgendwie so ein Bild, weißt du, wie es immer mit diesen Moderatoren, mit diesen Fernsprechteilen ist, wo die Leute dann immer total lange darauf brauchen zu reagieren und einen dann doch nicht hören. Und dass dann live im Fernsehen ausgestrahlt wird, das total dämlich aussieht. Genau so komme ich mir gerade vor. Ah, der Heiler stirbt. Niemand hat ja den Heiler sich heilen lassen, also werde ich jetzt wahrscheinlich gleich sterben. Ich versuche ja schon die ganze Agro auf mich zu nehmen. Das kommt davon, wenn man sich den, wenn man den Heiler sich nicht heilen lässt. Ich habe ja schon versucht, die ganze Agro auf mich zu nehmen. Wo liegst du? Ich bin zum Media Center. Ah, wir hätten dich einfach hier am Ort wiederbeleben können. Ja, egal. Ich bin sauer. Ich bin beleidigt. Ja, hörst du? Ich hätte dich so lieb gerne wiederbelebt. Weil ich dich liebe. Wir sind Gegner. By the way. Ja, dann ist es so. Hey, jetzt bin ich angegriffen. Nur weil man nicht mal darauf warten kann, dass der Heiler sich heilt. Ich soll dich jetzt so stehen, euch sterben lassen und dann böse lachen. Nur, dass du dann mitstirbst. Und dann werden sie kicken und gehen ins Bett. Seht ihr, es macht keinen Spaß, mit dir unter diesen Umständen zu stehen. Was? Ich liebe dich. Ich muss jetzt irgendetwas Lustiges sagen, habe ich das Gefühl. Was ist denn los? Was hast du gerade eben gesagt? Dass ich dich liebe? Du hast irgendwas mit, das macht keinen Spaß. Ja, ich mag diesen Flashpoint irgendwie einfach nicht. Ja, ich mag diesen Flashpoint auch nicht. Ich mag auch die Gruppe nicht. Ja, die Gruppe mag ich auch nicht. Weil wird einfach weitergerannt und keiner wartet auf den anderen und das tut mir irgendwie auf den Keks. Ich würde sagen, es liegt größtenteils an Soso. Ja. Weil der einfach immer direkt losrennt. Der schreibt auch irgendwie gar nichts, der sagt nichts und ja. Ja, wir schlagen ja auch nichts. Wir haben wenigstens Hi gesagt. Das stimmt. Hat er Hi gesagt? Nein. Ich okay. Hab keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Flashpoint nicht aus. Frag mich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung. Schreib mal. Keine Ahnung. Wir kennen diesen Flashpoint nicht. Umprogrammierter. Hey, fühl mich wohl. Fühl mich hier oben sicher. Ich bleib jetzt hier oben. Schon gab's der erste Druide an. Oh mein Gott. Ich hab Heilung. Ich brenne! Ich brenne! Ja, suchen. Alter. Nein, das musst du. Das musst du anders aussprechen. Das mit dem Doppel-S, das ist Lass. Lass suchen. Nein, Lass suchen. Genau. What? Wahrscheinlich da, wo vorhin zwei Robos da standen. Trotzdem. Hier ist es der. Ah, gefunden. Oh mein Gott, ich hab so geredet. Ja, das macht mir Angst. Oh mein Gott, ich hab mal wieder Lag. Oh mein Gott, ich hatte Lag. Ah, ja, nicht ich. Und dann konnte ich ihn nicht heilen. Ja, ich hatte auch Lag. Also lag's am Spiel. Es liegt an Sosoke. Es liegt an Sosoke, genau. Oh mein Gott, du hast mich verstanden. Was? Ach, verdammt. Jetzt hatte ich gerade Hoffnung. Was? Ich hatte gerade wirklich Hoffnung, du würdest mich verstehen. Wegen Sosoke? Alles an Sosoke, deswegen lenken wir. Nein, du hattest was gesagt, was darauf gepasst hat, zu dem, was ich gesagt habe, ne? Oh, was hattest du denn gesagt? Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, ist Ruf. Nimm. Mach einfach Gier. Was hattest du denn gesagt? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas wird ein Lag und, bla. Es ist immer halt Sosoke schuld. Ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall hattest du dann was gesagt und so. Ich so, oh mein Gott, du hast mich verstanden! Und dann direkt wieder, was? Und damit hast du mein ganzes Statement kaputt gemacht.
ja auch alles nicht so einfach. Es ist alles nicht so einfach hier. Alles nicht so einfach. Ich finde, sie hätten diesen Flashpoint echt irgendwie ein bisschen besser designen können. Vor allem, ich mir überlege, das ist... Flashpoint lieber morgen gemacht. Vor allem, wenn ich mir überlege, das ist so ziemlich das, worauf wir so lange gewartet haben. Hm. Das ist der PvP-Content seit... Wann kam der letzte PvP-Content? Das war, glaube ich, im August, wenn ich PvP, PvE-Content. Im August oder so. Und dafür kriegen wir das hier. Das ist echt... Naja. Nicht so dolle, BioWare. Echt nicht so dolle. Ich verliere langsam echt Vertrauen in dieses Spiel. Na egal. Bald kommt Elder Scrolls Online. Yeah, da freue ich mich schon drauf. Elder Scrolls. Okay, ich sollte nicht die ganze Zeit über Elder Scrolls Online in diesem Let's Play reden. Ich kümmere mich hier jetzt um Star Wars The Old Republic. Mag. Nee, ich nicht. Es wird doch Zitze. Das ist toll, wenn ich nicht mit der Welt kann. Ja, ich werde hier die ganze Zeit rumlabern. Ich kümmere mich hier um Twitter Zitze und Boobies und keine Ahnung. Ich wollte gerade irgendwas sagen über die Filme und so. Ja. Ich kann aber auch gar nichts aufhalten, wie? Gut, dass ihr auf unserer Seite seid. Sind wir fertig? Nee, ich glaube, wir haben jetzt noch irgendwie einen Boss vor uns oder so. Ich hab keine Ahnung. Ja, doch, waren immer, soweit ich gehört habe, sind es halt irgendwie so 12 Bereiche, ne? Ja. Und die werden, da wirst du zufällig 3 Stück kriegen. Oh. Sodass der Flashpoint immer anders ist, aber ganz ehrlich, die Bereiche unterscheiden sich ja bloß. Oh, hier steht das rum und hier steht das rum und da stehen die Gegner rum. Und das wird dann storytechnisch so. Ja, hier ist was, mach mal kaputt. Da fand ich schon, oh, das waren nochmal die letzten Flashpoints. Ich weiß nicht mal, wann die kamen, aber die waren auch schon relativ lame. Muss ich wirklich sagen. Tja. Erreiche die Kommandoplattform, jetzt wird's spannend. Ja, ist nur noch ein großer Kampf, Bosskampf, soweit ich sehe. Wir haben einen Raum. Bin ich mal gespannt. Ich sag mal, alle buffen. Okay, ich buff jetzt nur die wichtigsten Leute. Die da hinten. Die buffen. Ah, ich hab mich gerade drüber. Kommt davon, wenn ich mich hier plötzlich umdrehe und ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Diese Ewi sind wirklich unausstehlich. Einer von ihnen will uns da drinnen in die Quere kommen. Sorgt dafür, dass heute sein letzter Tag ist. Okay, ich würde behaupten, dass... Oh, es tut mir wirklich leid, dass ich mir deinen Namen nicht merken kann. Es tut mir wirklich... Jedi töten! Schatz, wir dürfen einen Jedi töten. Ja. Ich glaube, das ist ein Gegner. Ihr werdet wohl kaum eine echte Herausforderung bieten. Ich meine, den Kampf hat er gezeigt. Hoffe ich. Nicht der einzige, den... oh mein Gott, ich fliege. Ah! Okay, der hätte ich rauslaufen sollen. Okay, ich hab's gelernt, aus blauen Kreisen rauslaufen. Aber ich dachte immer, die roten Kreisen sind böse. Was sind das für blaue Felder? Was machen die? Dann bist du hochgehoben und nimmst Schaden. Ah, Hilfe. Hilfe, der macht mir Angst. Ich muss mal sehr schnell hin und her wechseln. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe irgendeinen Skill benutzt. Lasermarkierung. Nein. Scheiße. Autsch. Autsch. Ich versuche ja schon. Kann er jetzt einfach hier direkt reinlaufen, dass wir ihn runterzergen können? Oh mein Gott, what the fuck macht er? Oh mein Gott. Ah, er muss mich nicht an, er ist wirklich an. Ich schaff es. Ja, du hast mich geheilt. Ich heile. Und ganz ehrlich, das soll man auch ohne Heiler schaffen können? Hä? Und das hier soll man auch ohne Heiler schaffen können? Oh, man kann ihn runterzergen. Okay, nevermind. Wenn man ihn anscheinend runterzergen kann, ist das ja kein Problem. Schatz, du sollst auch mal tun, bis du dich heilst. Wenn du mich hören willst. Also, ich weiß nicht, irgendwie so Taktik. Ah, verdammt, ich dachte, ich wäre aus dem Kreis raus. Na toll. Schatz, sofort wieder in den Kampf, sofort wieder in den Kampf.
Wir können ihn runterzergen. Was? Soll zum Medicenter? Ja, los, sofort. Wir können ihn runterzergen. Okay. Wenn ich beeilst, können wir ihn runterzergen. Hilfe! Ich komme! Hilfe! Mein Gott, der Kampf gefällt mir so gar nicht. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. War mal dann die Tatsache, dass wir ihn runterzergen können. Echt? Ja eben, dadurch, dass wir die ganze Zeit dahin laufen können, ne? Und der Kampf die ganze Zeit weitergeht, das macht es irgendwie lächerlich. Ja. Aber gut. Es soll halt natürlich für alle machbar sein, ne? Ja. Ich weiß nicht, wir stellen uns hier, glaube ich, extrem dumm an. Irgendwie so ein Schutzschild. Mir fehlt das Schutzschild. Ja, insgesamt haben wir das Problem. Ich meine, es ist, glaube ich, auch ein bisschen dafür ausgelegt, dass wir alle mehr Fähigkeiten haben. Oh, Alter, der ist sowas von nicht für einen Scharfschützen gemacht. Oh Moment, es gibt ja hier diese Colto-Teile. Ja. Wenigstens halt die Lexius zwischendurch selber, das finde ich gut. Moment, er kann das? Nein, er nimmt diese Colto-Teile da, um sich zu heilen. Och man, jetzt sei doch nicht zu weit weg, damit ich dich nicht treffen kann. Ey, wie soll ich denn so hier in Ruhe... Alter! Ich will hier in Ruhe in Deckung gehen und angreifen und was ist? Okay, man soll, glaube ich, immer die Colto-Teile benutzen. Ja, doch, das erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen anderen Flashpoint, den ich ja mal gemacht habe bei Marquette, den ich einmal gemacht habe und danach nie wieder. Und da habe ich eine riesige lange Marquette-Pause gemacht. Ich erinnere mich wieder. Ja, Moment, danach habe ich mal Cap abgebrochen und dann haben wir mit Twitter-Sitze angefangen. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich noch einen Flashpoint gemacht. Genau, dann habe ich mit mal Cap aufgehört, weil ich storytechnisch einfach nichts mehr hatte. Autsch. Lexius. Lexius tankt ihn schon gut. Oh, Alter. Schalter. Hä? Schalter betätigen? Was? Wo? Wo ist hier ein Schalter? Ah. Ah! Hier, Schalter. Das ist doch bloß. Oder? Gefälligkeits-Colto. Autsch. Das ist doch nur zum Heilen. Das ist doch nur zum Heilen da. Okay. Ja. Also bisher schlagen wir uns doch relativ gut. Ich will nicht wissen, wie lang dieser Kampf wurde. Ah. Ja, dachte, es passiert was. Ja. Ja. Naja, wenigstens ist der da irgendwie. Wir werden so viel dadurch geheilt, also ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Ja, so ist das. Man muss ja irgendwie sich überlegen, wie man das machen kann, weißt du, so ohne Heiler. Was mir ja vor. Ich mag ihn nicht. Mann, doch. Bin ich grad so. Ja, mach den Bogenhieb. Von mir aus. Wir bräuchten echt jemanden, der diesen Bogenhieb abwehren kann. Der ist irgendwie voll. Ja, ich weiß, dass du nicht mehr reden kannst. Ich überlege gerade, wie man den Kampf vernünftig machen könnte. Autsch. Colto. Ich komme, Schatzi. Ja, das ist halt gut. Ja. Dafür sind die Teile da, wie man es jetzt mal hier schön gesehen hat. Er hat nur noch 25.000 Leben! Wenn ich mir gerade überlege, wie viel Schaden ich mache, dauert das noch echt eine Ewigkeit. Oh mein Gott, ich kann Ausschalten benutzen. Das ist eine neue Fähigkeit, die ich habe. Oh, jetzt ist wieder hier Lasermarkierung aus der Sicht. Au. Out. Wurde weggeschleudert. Ja, ich hänge hier in der Ecke. Wollte ich gerade heilen. Oh nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Kampftrance? Gefällt mir nicht. Warte, jetzt wird es noch Superstar-Eröffnung oder was? Meister ist in der Kampftrance, die seine Machtprojektion erheblich stärkt. Scheiße, das hätten wir abwehren müssen. Die hätten wir echt abwehren müssen. Aber wir haben halt keinen Unterbrecher. Das Problem.
Hätte ich auch mit meinem anderen Charakter kommen können, hätte ich das gewusst. Oh nein, Suzuki ist tot. Nein, er lebt noch. Noch lebt er. Autsch. Ich glaube, das ist ein Berserker-Modus. Wir brauchen zu lange oder so. Genau, Heilschütze und gut gemacht, Leute. Sind aber nur zwei Heilschütze und das ist doof, ne? Das ist echt hier so, damit alle wirklich so mehr. Ja, damit jeder schaffen kann, wie schon etwas sagen. Weil ich schaffe das zum Beispiel mit den Heilen, komme ich auch irgendwann nicht mehr hinterher. Ja, eben, weil du hast halt auch noch nicht so viele Heilfähigkeiten und so und bist auch nicht mit den Heilen ausgerüstet, weil die ganzen Plus-Heilungssachen fehlen. Au, er tut mich aua. Ah. Ah, Hilfe. Heilung. Oh, ich muss an die, Folterstation. Hilfe. Oh, okay. Hätte ich früher machen können. Ja, ich muss da erstmal hinlaufen durch den halben Raum. Sorry. Ich weiß nicht, also bisher, ich bin echt nicht von diesem Flashpoint überzeugt. Das ist für mich so ziemlich der Tiefpunkt bisher von Star Wars. Weil ich meine, ja gut, ist schön, dass da jeder teilnehmen kann, aber das ist irgendwie nur so total Zerge. Das ist irgendwie so total lame. Ja. Wolltest du sagen? Ja, nö, also ich find's lame nicht, also ich find's gut, aber es ist irgendwie. Ey, ich wollte mich gerade heilen! Ich wollte dich gerade heilen! Ja, und da schubst du mich einfach weg, während ich an der Station bin. Voll das Arsch! Stirb endlich! Keiner mag dich! Mister Meister Kores! Keine Zeit! Oh, endlich! Endlich! Boah, ich mag den Flashpoint echt überhaupt nicht. Was hat er denn als Loot? Das war's. Was ist denn das? Von Kommandoschild der Pflicht? Ruf. Alles nur Ruf. Yeah, ich hab Ruf. Ja, das musst du, die Items musst du halt benutzen, dann hast du den Ruf. So, wieder zurück an unsere vorherige Position. Im nächsten Part machen wir mit der Story weiter, weil dieser Flashpoint gefällt uns gar nicht. Wie immer, abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und ich hoffe, euch hat das hier gefallen mit Suboptimal. Ich hoffe, man hat mich auch verstanden. Schade, wie komme ich wieder zu meiner vorherigen Position? Rechtsklicken und... Also da unten rechts ist ja dieses Teil. Wo? An der Karte. Achso, Bereich verlassen? Ja. Da drauf drücken? Ja, und dann auf vorherige Position. Ja, ich kann nur Bereich verlassen. Ja, ja, du musst Bereich verlassen und dann kriegst du Auswahl vorherige Position und Ausgangsbereich. Bei mir kommt nur Bereich verlassen. Ja, da musst du, glaube ich, erstmal da die 10 Sekunden und dann ach kommt so, das. Achso, vorherige Position, ja. Genau. Im nächsten Part machen wir dann mit der Story weiter, habe ich ja schon gesagt. Abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir und ich hoffe, euch hat das hier alles gut gefallen. Bis dann. Bis dann, bye.